Servus Leute, willkommen zurück zu Apes Exodus. Ey. So. Oddworld Apes Exodus, um genau zu sein. Ich habe nachgeguckt bei Spielofreak. Er hat einige Probleme mit dieser Stelle da gehabt, die ich auch gemacht habe, wegen des Fleischsacks und so, aber ist ja irgendwie logisch, weil er macht das alles ohne Quicksaves. Also ist logisch, dass es bei ihm schwerer ist. Und der Fleischsack war wohl umsonst. Keine Ahnung warum, aber es ist nur so. Na gut, dass man das, wenn man für den Fall, dass man bis dahin kein Fleisch mehr hat, kann man sich da neues Fleisch holen. Dafür ist er da, war nicht so wirklich wichtig. Das heißt, alles, was ich getan habe, war umsonst. Naja, egal. Mal getrunken. Bonesburg Bulletin. Bulletin sind, glaube ich, Nachrichten oder so. Es ist verboten, sich durch das Entführen von treuen Mitarbeitern des Knochenwerks die uralten Modakenkräfte des Schreiskal anzueignen. Schreiskal. Schriskul. Schriskul. Schreiskal. Keine Ahnung. Ich nenne es Schreiskal. Ich hoffe, es stimmt. Wenn nicht, dann müsste mich korrigieren, wobei ich weiß nicht, wie weit ich bis dahin schon sein werde. Vielleicht habe ich dann das Spiel sogar durchgespielt, wenn ihr den Part seht. Die Chance ist zwar gering, aber ich weiß ja nicht, wie viel ich davon noch aufnehmen werde. Ja, die uralten Modakenkräfte des Schweißgall anzueignen. Zuwiderhandene werden vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Herzlichst Direktor Flag. Was ist der Vogelkreis mit der 5? Ist das der Schweißgall? Okay. Und ich habe gemerkt, diese Glackenvorstände, denn ich habe ja die Parts aufgenommen und logischerweise rendere ich sie auch und logischerweise gucke ich mir die Parts dann auch an, um zu gucken, ob ich nicht irgendwelche Fehler oder so gemacht habe. Zwar übersehe ich auch oft viele Fehler, aber naja. Und ich habe bemerkt, dass jeder dieser drei Vorstände hat eine andere Art von Zigarette im Maul. Der hier hat eine normale Zigarette, der eine hat, glaube ich, so eine Art Pfeife, der General Drippig. Und Eslik hat auch irgendwas in dieser Art, aber ich weiß jetzt nicht was. Alle sind offenbar Raucher. Geil. Dieses Spiel unterstützt Raucher. Achso, gut. Muss wohl alle 3D aktivieren. Nein! Geil, ich dachte, ich schaffe den Sprung ohne mich festzuhalten. Ich würde ja auch sagen, ach, ich habe jetzt auch eine No-Quick-Save-Challenge, aber dann wäre ich ja total verrückt, weil, im Ernst, dieses Spiel blind und ohne Quick-Save, ich glaube, ich bin nie im Leben. Schneller! Au, er hat noch mein Kreuz berührt. Hat mir das ganze Kreuz aufgerissen. Habe ich da oben jetzt einen Quicksave gemacht? Ich glaube nicht. Und doch habe ich. Ich weiß, Abe schreit nicht so, aber ich mag es so zu schreien. Halt dich doch da fest! Schneller! Oh, das war knapp. Ja, ich guck. Knochenbrühe. Ja, ich guck mich etwas um, weil ich muss ja gucken, wo Flaschen sind. Okay, da ist einer. Das ist eine coole Stimme. Ja, ja, ja. Okay, gut. Da oben ist ein Fleischsack. Ich habe aber noch was. Soll ich trotzdem hoch? Ich glaube, ich muss es. Das war zu weit. Ich komme da so gar nicht hoch. Ach so, ich Depp. Ich muss von der Seite.
So, hier. Da ist ein Durchgang, okay. Achso, da links ist auch ein Hebel. Ah, nicht so weit gehen. Oh, ich bin so bescheuert. Ich werde ja sagen, ich bin eine Schande für das Spiel, aber ich bin keine Schande für das Spiel, weil es blind ist. Das hat was von der Comedy. Nicht so weit. Geil, ich habe jetzt auf den zweiten Felsen geguckt. Auf den hinteren da. Es wäre genauso, als wenn man voll in ein. Als wie wenn man. Ja, geil, jetzt fällt mir kein Vergleich ein. Oh. Nein, du Batzen. Ja, jetzt kommt hier nämlich kein neues raus. Nimm es. Schmeiß den Scheiß weg. Jetzt kann ich nochmal hochgehen. Kein Schritt weiter. Wow. Eigentlich hätte ich getroffen werden müssen. Nimm es. Nur eins. Geil, der Weg war umsonst. Na, egal. Das konnte ich ja nicht wissen. Woher auch? Ist blind. Ich sehe da unten ganz schön viel Minen. Ich sehe da oben irgendwas flackern. Und ich sehe es runterfallen. Dauerhaft. Bist du drauf? Ja, bist du. Zwar ziemlich seltsam, aber... Moment. Ich hoffe, die beiden warten da jetzt. Einen Moment mal. Nee, 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 nee. Ihr zwei da. Perfekt. Wahrscheinlich wisst ihr schon, was ich vorhabe. Ja, ich werde da oben den Hebel nochmal betätigen, damit das Teil ausgeht. Bin ich nicht klug? Und das jetzt nicht geht, dann bin ich absolut nicht klug. Das war dann wieder eins der Dinge, die ich natürlich nicht wissen kann, weil es blind ist. Aber ich versuch's einfach mal. Ja, steh noch näher. Überlebe ich den Fall? Nein, tue ich nicht. Ja, jetzt können die das Blut meiner Leiche wegputzen. Mhm. Von meinem aufgeknackten Kopf. Okay, da unten ist ein Fahrstuhl. Ich weiß, was ich jetzt tun muss. Nein, ich sollte herkommen. So, jetzt den da. Ich habe nicht euch gemeint, die beiden da. Naja, egal. Kommt mit, alle drei. Ja, wackel noch mehr Bildschirm. So.
An die Arbeit. Ich glaube, ich habe das jetzt richtig gemacht. OK, genau, da ist das komische Schweißgeil-Teil. Was macht das da? Na! Dom! Okay, verrückt. Nein, die kommen wieder! Okay, ich glaube, ich muss da runter. Na gut, hat aber. Das war alles so gewollt, genau. Nee, war es überhaupt nicht. Woher soll ich das wissen? Aber. Es scheint tatsächlich jetzt nicht so schlecht gewesen zu sein, dass ich gestorben bin. Und jetzt weiß ich, dass da unten was ist. Komme ich gar nicht hoch. So, das ist eine Plattform. Was macht dann der linke Hebel da? Was? Ich blamiere mich hier am laufenden Band. Oh Mann, wie viele Parts werde ich denn noch von Abe haben? Ich glaube, eine ganze Menge. Habe ich den Hebel jetzt schon aktiviert? Okay, das bringt mich dahin. Was macht der Hebel da links oben überhaupt? Ja, das aktiviert die Plattform. Da unten ist ein Fahrstuhl, wo ich irgendwie hin muss. Aber wie? Weil da rechts oben ist auch noch so eine Plattform, aber wie komme ich da hin? Um Gottes Willen. Habe ich oben was übersehen? Ja, die Minen, aber ich weiß nicht, ob ich von. Nee, von da unten kann ich doch niemals so hoch springen. Komm da über die Minen nie im Leben drüber. Was ist los, Abe? Ja, was hat der Hebel jetzt gemacht? Das würde ich sehr gerne wissen. So, hier komme ich nicht hoch. Das hier aktiviert die Plattform. Eigentlich solltest du dich da festhalten. Ich bin gerade echt zu dumm. Hier runterhangel, dann geht's. Aber wie komme ich da rechts hin? Ist geil, jetzt noch ein Secret. Oh, die setzen sich in Bewegung. Ja! Schneller! Nein!
Also ich habe gecheckt, wie das geht, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da hochkomme zu den anderen Mudakens. Gut Glück. Nochmal, jetzt nochmal Glück haben. Yes. Leckt mich. Und wofür war das jetzt gut? Hast gesehen, wie ich lang gehe, also komm mit. Das war, glaube ich, scheiße, dass ich das gemacht habe. Ja, deswegen. Sag nicht, ich habe nicht gespeichert. Nein. Ist übrigens 2 Uhr morgens, für den, der es interessiert. Aber wozu ist das dann gut? Ist das echt ein Fake-Hebel oder wie? Lass mich bloß in Ruhe. Kann ich darüber springen? Wahrscheinlich nicht. Tütum. Wozu ist der Hebel da unten dann gut im Secret? Das verstehe ich nicht so ganz. Moment. Habe ich den Modagen jetzt schon gerettet? Ja, oder? Na. Oh. Trotzdem ist so für Dummheit manchmal. Ja, geil, ich habe hier gespeichert. Naja, er ist gerettet. Was? Wozu ist dann der Hebel? Gut, ich check's nicht. Mein Hirn ist zu blöd dafür. 1, 2, 3. Und da unten sind noch welche. Wie komme ich da oben hin? Weil da runterspringen bringt's nichts. Ich will mit! Ihr Säcke! Irgendwie lustig. Aber jetzt mal im Ernst, wie geht das? Immer noch hier. Nee, ich habe absolut keinen Plan. Deswegen werde ich den Party auch beenden. Und mal wieder mir einen Tipp holen vom Meister Spielfreak und gucken, wie man da in die Modagens reinkommt. Weil hinspringen kann ich nicht. Fahrstuhl aktivieren irgendwie kann ich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Apex Exodus. Pfiat euch.